Weitzel, einer, der aus der Abstiegsmannschaft übrig geblieben ist. Schöner Pass von Vujanovic und dann ist das Tor gefallen, dann steht es 2:2. Ziegenbein macht das Tor. Ziegenbein ist der Schütze. In der 85. Minute gleicht der FC Hansa aus. War auch ein Zuckerpass. Und auch hier waren sie ungeordnet in der Deckung bei Dynamo Dresden. Hansa schlägt noch einmal zurück durch Björn Ziegenbein. Dieser Pass von Vujanovic, alles in Ordnung, keine Abseitsposition. Und das ist natürlich ein Prachttor. Wochen hält sich zu Beginn ebenfalls etwas zurück. Das Foul an Kevin Pannewitz, klare Sache. Freistoß für Rostock. Und dieser Freistoß wird sehr schnell ausgeführt von Lachtei. Das ist Ziegenbein gegen Paul und gegen Torwart Unger. Das 1:0 für Hansa in der 8. Minute durch den Neuzugang von Wien Wiesbaden. Ein kleiner Trick gegen Paul reicht und Ziegenbein hat freie Schussbahn. Das nutzt er einfach hervorragend. Der Schlenzer ins lange Eck, unhaltbar. Spiel. 35. Spielminute, Ziegenbein. Er kämpft sich den Ball erneut. Immer noch Ziegenbein. Drin. Das 1:0 für Hansa. Ziegenbeins 8. Saisontreffer. Mit diesem sehenswerten Hammer ist der Rostocks erfolgreichster Torjäger. Jubel auf der Gäste. Furuholm für Halle. Jetzt ist mal Platz da. Der Rückpass ist gut. 1:1. Björn Ziegenbein. Halle gleicht nach einer guten Stunde aus. Einmal war die... zu halten, Zeit von der Uhr zu nehmen, setzt sich dagegen drei durch, ist drin im Strafraum, klasse Schuss, klasse Aktion von Björn Ziegenbein, Nummer sicher von knappe halbe Stunde benötigt Rostock, um nicht nur den Ball zu behaupten, sondern auch torgefährlich zu sein. Und zwar durch Björn Ziegenbein. Der Ausgleich. Nach einer tollen Flanke von Lachtei. Die Abwehrreihen allerdings erwischen heute keinen guten Tag. 1:1 heißt es zur Pause. Weiland, der hat das Vermögen. Weiland und Kiray kommt raus, macht sich breit. Freistoß. Und da hat Ziegenbein wieder viel, viel Platz. Kann ungehindert flanken. Und das sind dann diese Situationen, die Hansa ausnutzt. Wieder völlig frei steht diesmal Marcel Schied. Also da stimmt es ja einem insgesamt 7. Treffer. Hier noch einmal diese Flanke von Ziegenbein völlig ungestört. Und Schied, wie kann Schied da nur so frei zum Kopfball kommen? Eine ähnliche Situation hatten wir ja gerade vor ein paar Minuten. Ziegenbein in die Torwartecke, 1:0 für Hansa. Ja, er zeigt Ziegenbein. Was war da los? Das